Oh, hey, hallo. Darf ich dir was erzählen? Aber sag's keinem, das ist geheim. Weißt du, dass ich für 30 Tage nur Säfte getrunken habe? Du dürrer, kranker Freak. Ja, einen Monat lang habe ich nur Säfte getrunken und ich weiß, wie kontrovers und heikel auch das Thema ist in Bezug auf mir jetzt auch. Aber ich möchte trotzdem das Video mit euch machen, erstmal meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen, wie es mir jetzt die letzten 30 Tage so ging. Und dann auch nochmal so Tipps möchte ich euch natürlich auch geben, wenn ihr solche Sachen vorhabt. Da gibt es halt ein paar Maßnahmen, die man als Vorbereitung gleich treffen sollte und natürlich auch meine eigene Sichtweise zu dem ganzen Thema drumherum. Aber erstmal zu dem Ablauf. Das war jetzt ungefähr so, dass ich Ende März angefangen habe und jetzt so am 28. bis 30. April mit dem Fasten beenden möchte. Da habe ich mir vorgenommen, einen Monat lang ungefähr nur zu fasten, nur Säfte zu trinken, und ich habe 2 Säfte am Tag getrunken. Die waren ungefähr 1,5 bis 2 Liter ungefähr. Um circa 15 Uhr habe ich mir zum Beispiel einen Orangensaft gepresst oder auch einen Mandarinensaft, weil da jetzt noch die Saison war. Jetzt ist sie schon langsam vorbei. Und sonst am Abend habe ich mir dann meinen zweiten Saft getrunken, manchmal Fenchel-Monosaft, Sellerie-Monosaft oder auch mal mit Gurke vermischt beide. Karottensaft habe ich mir mal Mono so getrunken, immer wieder gerne. Oder auch wenn mal Früchte faul geworden sind, zum Beispiel wie Mangos, Bananen oder auch Ananas, die habe ich mir dann auch einfach mit in die grünen Säfte mit reingepresst. Die habe ich dann immer um ungefähr 7:30 dann getrunken. So sah ungefähr dann mein Tag vom Trinktechnischen her aus. Einmal habe ich mir auch mal einen Ananassaft gepresst und in meiner Saftpresse den Angel Juicer gemacht. Also beim Angel Juicer, wenn man sich dann nur Mono-Ananas macht, ist schon trächtig, würde ich nicht empfehlen. Deswegen würde ich das lieber mit einer guten Handpresse machen. Sonst kommt man da nicht so zum Erfolg. Die ersten 10 Tage habe ich auch so Cassia Fistula. Das ist so eine, so eine Baumrinde oder Schlange, keine Ahnung, wie man das nennt. Das schmeckt ein bisschen wie Lakritz. Da kann man sich so Blättchen absprechen und die kann man dann lutschen. Und viele sagen halt, dass das ein natürliches Abführmittel ist und dass halt dann der Magen und der Darm sich stark entleert. So viel habe ich jetzt auch davon nicht gespürt, muss ich ehrlich sagen, wie alle so gesagt haben. Das war meine Erwartung, dass ich dann in mehrere Stunden oder mehrmals in einer Stunde aufs Klo muss. War jetzt eigentlich nicht so der Fall. Ich habe auch mal fast eine ganze Stange so genommen, gleich am Anfang. Und da ist nicht so viel passiert, wie ich jetzt eigentlich erwartet habe. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Kann jetzt auch vielleicht daran liegen, dass ich mit der Reinigung etwas weiter bin. Ich mache das ja schon seit 5 Jahren, die vegane Rohkost, und habe da auch schon immer wieder zugenommen. Also vor 5 Jahren war es halt noch, war ich vom Gewicht her noch viel weiter nach unten, hatte auch weniger Muskelmasse, und jetzt wird es halt immer mehr und ich esse halt mehr wasserreichiges und flüssiges haltiges und habe schon längere Fastenzeiten hinter mir. Aber so viel zur Cassia Fistula. Also mein Bruder hat das halt zu mir gesagt, dass es bei mir nicht so eine starke Wirkung hat, weil ich das schon so oft mache. Und ich muss schon sagen, also mein Bruder, weiß nicht, der kennt sich bei manchen Sachen nicht so ganz gut aus, aber da hat er vielleicht auch mal ein bisschen recht. Natürlich war ich auch die ganze Zeit draußen im Garten, habe jetzt hier, wie man auch mit meinen Videos schlecht erkennen kann, immer wieder was gemacht, da ein bisschen die Beete vorbereitet, gepflanzt, einen Tunnel baue ich auch gerade auf. Also solche Tätigkeiten habe ich auch immer gemacht. Dann natürlich auch 3 Stunden Tai Chi am Tag. Es macht mir halt einfach Spaß, das zu machen. Und dann auch noch ein bisschen Kraftsport, also Bewegung an der frischen Luft, sowas habe ich die ganze Zeit gemacht. Immer irgendwas am
machen oder tun dann, schaltet man mit dem Kopf ab und ist nicht so fokussiert auf das Essen. Und am Abend habe ich mir dann immer gerne ein basisches Bad gegönnt. Nicht nur bei der Fastenzeit, sondern ich gönne mir eigentlich jeden Tag ein basisches Bad, Waschsoda, weil das richtig geil ist. Also jeder, der eine Badewanne hat, an kalten Tagen kann man sich gut aufwärmen, und wenn es im Sommer richtig heiß ist und man schwitzt, kann man sich eine kühle Wanne einlaufen lassen, damit ich ungefähr 2 Stunden in der Badewanne, und ich muss schon wirklich sagen, also Duschen ist da gar kein Vergleich, also die Badewanne gehört da schon für mich regelrecht dazu, und das war jetzt so mein ganzen Tagesablauf, den ich halt so gemacht habe. Das war jetzt ja, das Übliche, einfach irgendeine Beschäftigung, dass ich dann nicht so ja, ganz auf das Essen fokussiert bin oder sowas. Weil meine Erfahrung war es auch so, dass ich trotzdem täglich Stuhlgang hatte. Also Stuhlgang ist natürlich wichtig, um halt Gifte über den Darm auszuleiten zum Beispiel. Dann erholt sich so ein bisschen der Körper. Einerseits ist es auch das Fasten so eine Art Entlastung. Also das heißt, man fühlt sich halt einfach anders, man fühlt sich ein bisschen leichter, wenn man sich mal nicht so auf das Essen fokussiert oder wenn man mal zu viel gegessen hat oder sowas, ist halt ein ganz anderes Körpergefühl, muss ich mal ganz klar sagen. Und bezüglich des Körpergefühls bei der Entgiftung, mit der Zeit entwickelt man das halt einfach. Man hört immer mehr auf den Körper und man weiß halt, welche Entgiftungssymptome jetzt zum Beispiel auch kommen, wenn man sein Energielevel zum Beispiel etwas abschwächt oder so, wenn man jetzt zum Beispiel im Kopf war und nicht im Herzen, nicht zentriert oder neutral oder irgendwelche Sorgen hat, viel Stress hat, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Körper aus. Man ist halt nicht ganz im Moment und man merkt das halt dann auch. Und dann zusätzlich noch die Entgiftung und der Reinigung, da hat man halt nochmal neue Erfahrungen, wenn jetzt zum Beispiel der Darm ein bisschen krummelt, man sich vermeintlich schwach fühlt. Also das ist sehr interessant. Also manchmal mich vermeintlich schwach gefühlt, aber ich konnte trotzdem Liegestützen und Handstand und sowas machen. Ich habe einfach gar nicht daran gedacht und habe es einfach gemacht und es ging halt einfach. Und da ist es halt auch zum Beispiel wichtig, wenn man sich schwummrig fühlt. Das hatte ich in der Früh am Anfang auch, wenn ich im Haus war bei meinen Eltern, wenn ich halt in der Früh zum Beispiel mein Tai Chi mache und mich dann schaue, wie es den Pflanzen im Zimmer alles so geht und das kontrolliere, dann ging es mir vielleicht von der Luft her, weil es ein bisschen stickig war, nicht ganz so gut. Und wenn ich dann rausgegangen bin, zu meinen Jungpflanzen zum Beispiel ins Gewächshaus und dann wieder in Bewegung war in der frischen Luft, dann ist es sofort wieder weggegangen. Also dann war der Energielevel bei mir wieder konstant und es war eigentlich alles wie immer, hatte wieder Spaß. Und das ist dann auch wieder ein wichtiger Punkt, den man hier auch erwähnen kann. Vorneweg möchte ich jetzt noch meine Absicht zu dem Video jetzt machen. Ich möchte hier keinen bekehren, ich möchte hier auch keine Glaubenssätze machen, ich möchte auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist, sondern ich sage einfach nur, wie es meine Erfahrung ist, weil ich einfach auch damit bezwecken möchte, dass wir auch Glaubenssätze fallen lassen, Oberflächlichkeit fallen lassen und mal das Wesen hinter den Menschen zum Beispiel erkennen oder auch mal betrachten. Weil zum Beispiel sagen uns viele anerkannte Wissenschaftler oder die Medien, wir brauchen so viele Kalorien, wir brauchen so viele Mineralstoffe, wir brauchen das. Und nach meiner Erfahrung, nach den letzten 5 Jahren, brauchen wir eigentlich gar nicht so viel, wie uns gesagt wird. Wenn der Darm rein und gesund ist, man auch zentriert ist, ruhig, ohne Stress, entspannt, dann regelt sich das mit dem Körper und dem Organismus regelrecht von alleine. Wir brauchen auch wirklich nicht mehr so viel zu essen, wenn man auch Spaß und Freude hat. Und wie ich auch vorhin erwähnt habe, ich nehme jetzt schon immer mehr zu, esse aber auch sehr wasserhaltig und fruchthaltig und komme bestimmt nicht mal am Tag so viel, wie ich verbrauche, an meine Kalorien, wie es gesagt wird. Und ich nehme trotzdem zu an Energie, an Vielfalt. Und ja, das ist dann auch wieder so eine Sache, die ich halt an den Punkt stellen möchte, warum auch viele zum Beispiel es kritisch sind, wenn ich solche Videos mache, jetzt zum Beispiel das über das Fasten oder solche Bilder poste oder sage, dass ich Saftfasten mache, obwohl ich so dünn bin. Das geht einfach nur, um auch hier wieder diesen Glaubenssatz fallen zu lassen, dass dünne Leute oder dürre Menschen ja, krank, schwach, schwächlich oder so ist eigentlich
der Gegenteil der Fall. Das heißt ja auch nicht, dass dicke Menschen jetzt langsam sind, faul oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur Schubladendenken. Und nur weil die Körperstatur etwas sagt, was ich interpretiere, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich. Letztlich ist der Körper ja auch nur mehr oder weniger eine Hülle, wie ein Fahrzeug zum Beispiel. Und ich bin ja nicht das Auto in dem Beispiel, sondern ich bin der, der das Auto steuert. Aber wir sind halt immer so drauf gerichtet oder programmiert, dass unser Gegenüber der Körper ist, alles nur oberflächlich beurteilen und der das ist. Und ja, die Energie oder das Wesen hinter dem, der zum Beispiel den Körper steuert, ja, missachten wir. Also da muss, um das halt zu verstehen, darf man halt nicht mit dem Verstand oder mit dem Kopf primär anfangen loszulegen, sondern zentriert im Herzen, um das neutral auch zu beobachten. Und ich weiß auch jetzt schon, dass viele sich das Video vielleicht nicht ganz anschauen werden oder auch das, was ich gerade gesagt habe, ignorieren werden und sich dann trotzdem ja, in die Interpretation wagen, sagen, ich hätte eine Essstörung, irgendwelche psychische Krankheiten, ich hätte das oder das oder das. Das kommt jetzt immer weniger auch vor, kommt aber immer noch vor. Und ja gut, man kann diese Diagnosen machen. Das sind halt auch wieder Glaubenssätze, sage ich in dem Zusammenhang. Also mein Freund, der mir zum Beispiel, mein Bauernfreund, der regionale Urproduzent hier, der hat mir mal ja vor 2 Jahren diese Fläche zur Verfügung gestellt, die ich jetzt nicht mehr machen darf. Und dann hat er gesagt, ich muss unbedingt Fleisch essen, weil sonst packe ich die Arbeit nicht. Habe ich nicht gemacht und ich mache das trotzdem. Also ja, das sind einfach wieder diese Glaubenssätze. Wenn uns die nicht eingedrückt werden dann, und wir das nicht wissen, dann machen wir es halt einfach. So ist es halt bei mir und da ist es auch wieder, macht bitte eure eigenen Erfahrungen. Ich zwinge euch auch nicht, das zu sagen. Ich sage auch nicht, dass es das der eine Weg ist oder so. Ihr müsst alle roh vegan werden oder sowas. Das sage ich einfach nicht. Probiert es einfach aus. Sind mehr oder weniger alle frei und jeder soll halt seine eigenen Erfahrungen machen und trägt ja damit zum Kollektiv mehr oder weniger bei. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, wenn ihr jetzt auch mal euch versucht oder euch traut, in Fasten zu gehen, sei es in Wasserfasten, Saftfasten oder Trockenfasten. Trockenfasten habe ich auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, aber jedenfalls, wenn ihr solche, ja, auch mal solche Erfahrungen machen wollt, ist es erstmal wichtig, nicht im Kopf zu verbleiben oder verplanen oder irgendwelche Erwartungen zu haben, sondern einfach auf den Körper zu fühlen. Das ist schon mal das Wichtigste, wirklich auf den Körper zu hören und den auch zu spüren und zu fühlen, weil das ist das Wesentliche an dem Fasten und nicht irgendwelches Konkurrenzdenken zu haben, ja, ich schaffe jetzt 100 Tage Saftfasten, ich bin besser als der oder was weiß ich was, darum geht es einfach nicht. Letztlich ist es auch so, wenn man sich solche Erwartungen steckt, so ich muss jetzt auch 30 Tage unbedingt fasten und nach 10 Tagen sagt man meinem Körper, hör mal, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, machen wir mal einen Stopp, machen wir mal ein Fastenbrechen oder sowas, können wir ja dann später nochmal fortsetzen, dass man einfach diesen Glaubenssatz, ich muss, einfach mal streicht aus seinem Wortschatz, sondern ich darf machen, ich darf essen, ich darf auch nicht essen und letztlich ist es dann unabhängig, ob es gut oder schlecht ist. Es ist halt einfach so. Am besten ist es Schritt für Schritt und Tag für Tag ja, das Fasten fortzuführen. Wenn ich das Bedürfnis habe dann, und ich keine Lust mehr habe zu fasten, dann höre ich einfach an dem Tag auf. Und wenn ich noch weiter Lust habe, dann mache ich einfach weiter. So hat man einfach keine Erwartungen. Und wenn man zum Beispiel sein Ziel nicht erreicht, ist man auch nicht enttäuscht. Und ja, man hat trotzdem seine Erfahrungen gemacht. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist diese Bewegung während dem Fasten. Also das heißt nicht, dass man sich nicht bewegen darf, wenn man zu sehr abnimmt und alles Mögliche. Der Körper ist ein aerobischer Körper. Das, was der abwirft, abbaut oder ausstößt, sind letztlich Sachen, Schlacken, Schleim, die der Körper eigentlich gar nicht braucht. Und man soll da aufpassen, dass es halt nicht zu viel wird und dass man das halt auch ja, vom Mentalen vielleicht her auch packt. Und das ist auch ein ja, sozialer Umstand, aber wenn man da zentriert ist bei sich selbst, dann sollte es eigentlich auch gehen. Selbstbewusstsein ist zum Beispiel da auch ein wichtiges Wort, aber jedenfalls geht es ja darum, sich auch zu bewegen, Krafttraining, Ausdauersport machen, auch Spaziergang in der frischen Luft sein, vielleicht auch Gartenarbeit. Das ist alles recht gut, weil das regt zum Beispiel den Lymphfluss an und der Lymphfluss, der entgiftet halt auch recht stark und dann
wird da auch nochmal zusätzlich Schleim ausgeschieden. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, alles bitte Schritt für Schritt machen, einen Schritt nach dem anderen, ohne Konkurrenzdenken und sowas. Der Körper nimmt sich einfach die Zeit und da können wir nicht einfach sagen, bei Amazon, zack, ich bestelle mir mal 30 Tage Saftfasten, Körper macht das mal mit. So funktioniert das in der Regel nun mal nicht. Und wenn ihr vorhabt, Fasten zu machen und ihr kennt Leute im Umfeld von euch, eure Freunde, Bekannte oder sonst was, und die hätten auch Lust, für eine Zeit lang mitzufasten, dann fastet doch zusammen. Das ist einfach etwas schöner. Man ist nicht ganz so alleine, hat auch immer Rückhalt und Erfahrungsaustausch und man bildet sozusagen und fällt, dass man gemeinsam diese Zeit auch besser durchsteht. Und da freut man sich auch dann zusammen, wenn man dann zum Beispiel sein gesetztes Ziel auch erreicht hat. Und es fällt einfach einem viel einfacher. Und zum Abschluss noch zur Fastenbrechen. Also ich würde das Fastenbrechen dann sehr wasserhaltig machen, mit wasserhaltigem Obst zum Beispiel oder auch mit Gurken. Einfach um die Zeit nach dem Fasten nicht zu schwer anzugehen, also nicht in die Fillerei zu verfallen, weil der Körper sich erstmal vielleicht eine kleine Eingewöhnungszeit benötigt. Und bei Arnold Ehret hat er auch mal beschrieben, dass jemand längere Zeit Saftfasten gemacht hat und dann hat er Kartoffeln gegessen und dann in Kartoffeln ist er dann erstickt, weil die sein ganzes Röhrensystem im menschlichen Körper verstopft hat. Also von dem her, bitte keine Füllerei nach dem Fastenbrechen, langsam und ruhig angehen. Und wenn es mal passiert, dann ist es halt eben passiert, hat man wieder eine neue Erfahrung gemacht und davon stirbt man jetzt auch nicht unbedingt, wenn man auf seinen Körper hört. Das war jetzt ein kleiner Erfahrungsbericht von mir und meinem Saftfasten. Wie bereits erwähnt, ich möchte das Video machen. Ich weiß ganz genau, was eventuell auf mich zukommt. Das ist mir dessen bewusst, aber ich möchte trotzdem meine Erfahrungen mit euch teilen. Jetzt ist mein Video außerhalb vom Garten, gehört aber letztlich doch mit zu Permakultur, mal auch zum Beispiel solche Glaubenssätze mit, man braucht so viel Kalorien und so viel Fläche, um einen Menschen zu ernähren oder mit Essen zu versorgen, dass man solche Konzepte auch mal ein bisschen überarbeitet oder auch über Bord wirft und dann auch mal ein bisschen die Diskussion in andere Richtungen zum Beispiel schiebt. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem etwas mitnehmen, etwas Wertvolles. Und wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Aber wahrscheinlich dieses Mal oder das nächste Mal wieder draußen in der Natur im Garten, weil da macht es nämlich am meisten Spaß. In diesem Sinne, genießt einfach die schöne Zeit jetzt im Frühling und wir sehen uns